Hallo, gleich bei meinem ersten größeren Video wurde ich gefragt, was ist denn das für eine tolle Pooltreppe, die du gebaut hast? Das ist eine Eigenkonstruktion. Ich wollte im Prinzip eine Pooltreppe bauen, die so neben dem Pool geht. Aber dann hatte ich das Problem, dass ich dann halt so verschiedene Winkel beachten muss. Und so habe ich die Pooltreppe so gebaut, dass sie sozusagen, dass man sozusagen auf den Pool zugeht und so oben drauf geht. Das Ding ist oben quadratisch, ungefähr 1 Meter mal 1 Meter. Die Höhe ist ein bisschen höher als der Pool selber, also 1,20 Meter, 1,25 Meter. Ich habe hier 7 mal 7 Zentimeter Kanthölzer genommen, die gibt es in jedem Baumarkt. Ich habe Bretter genommen, das ist Douglasie, gibt es auch in jedem Baumarkt. Da muss man halt gucken, was man dort findet. Gegebenenfalls müsst ihr mal gucken, bei einigen Baumärkten gibt es auch Angebote, wo ihr das Holz günstig bekommt. Ich hatte noch einiges an Douglasienbretter da. Deshalb sind das hier dickere Bretter und breitere Bretter. Das sind wieder eine andere Kategorie. Die sind halt dünner und einfacher. Die braucht sich im Prinzip halt nur, um das Gehäuse oder das Podest hier zuzumachen. Aber schaut es euch selber an. Ich hatte bei dem letzten Video über den Pool die eine oder andere Anfrage nach dieser Pooltreppe, die ich gebaut habe. Die ist im Prinzip recht einfach aufgebaut. Ich habe hier 1, 2, 3 und auf der anderen Seite auch 6 Bodenhülsen genommen. Dort habe ich dann halt die Pfähle reingemacht. Hier. Die sind durchgängig bis oben hin. Die habe ich dann sozusagen hier abgefangen mit so einer schrägen. In diese Schräge hinein habe ich, ja, man sieht es hier am besten, ja, habe ich so Nuten reingesägt und dann die Bretter eingepasst. Das sind 25 mm Douglasie und dann von außen verschraubt. Hier sieht man es am besten. So ist eine Treppe entstanden, die ist dann von dem Abstand her der Stufen genauso wie die Pooltreppe. Die hat auch 5 Stufen. 1, 2, 3, 4 und das Podest oben 5. Wie man das sieht, hier habe ich hier vorne und hinten sieht man es nicht ganz so gut. Douglasienbretter drin, damit es geschlossen ist. Und auf jeder Seite eine Tür, damit ich auch an das ganze Technikgeschehen rankommen kann. Damit das stabil ist, habe ich innen drin noch die diagonalen Streben hier eingebaut. Und das ist sehr, sehr stabil. Da kann man im Prinzip sich wunderbar draufstellen. Man kann auch dran rumwackeln und Erwachsene können draufstehen. Und es passiert nichts. Das ist wirklich super stabil. Wer mag und möchte, kann auch die Türen anders gestalten. Ich habe hier oben noch so einen Querstreber reingemacht, wo man Handtücher drin ranhängen kann. Ganz oben, ich zoome mal ein bisschen ran, ein paar Haken reingemacht, wo man Geräte anhängen kann oder eine Badehose oder sonst was. Und das Ganze ist halt so stabil, dass man da locker drauf gehen kann. Und von hier aus wunderbar in den Pool reinkommt. Hier an dem kann man sich festhalten. Ich habe die Treppe extra nicht in die Mitte gemacht, sondern an die Seite, sodass ich dann hier zum Beispiel meine Badelatschen hinlegen kann, meine Brille hinlegen kann. Hier kann ich mich wunderbar festhalten. Und es ist so vom Aufbau her ganz toll geworden. Das Geländer habe ich oben nur abgeschrägt und von außen angeschraubt. Und unten, damit es ein bisschen mehr Stabilität bekommt, habe ich es ausgespart hier und auch von vorne gegengeschraubt. Also alles in allem, in Summe, mit Schrauben und Winkel und Bodenhülsen und Holz und Haken und was weiß ich noch allem. Ich glaube, ich war bei 150 Euro. So viel kostet auch eine ganz normale Poolleiter, wenn man sie irgendwo kauft.